Begleitet werden die Krawalle am 1. Mai jedes Jahr von Gaffer. Gaffer, die nicht einfach zuschauen, sondern selber Steine und Flaschen auf Polizisten rühren. Immer mehr von diesen gewalttätigen Gaffer sind noch ganz jung. Es sind Kinder und Teenager zwischen 9 und 16. Mario Notaris und Martina Cheri. Kurz nach dem ersten Knall auf dem Helvetiaplatz sind auch sie vor Ort. Junge Burschen auf der Suche nach Action. Die Linksradikalen ziehen relativ schnell an die Langstrasse. Die 14- bis 16-jährigen Sekondos ziehen es natürlich mit. Denn dort geht es schliesslich ab. Das ist ein bisschen gefährlich. Ja, es ist schon gefährlich. Aber was willst du denn? Ja, keine Ahnung. Ich will einfach Bullen schlagen. Wieso? Ja, für die sind einfach alles. So zeig wegen diesen Huren Sohn. Was hast du schon gemacht? Ja. Also jetzt? Geschlägelt. Also ich habe geschlägelt, Leute ausgenommen, also illegale Sachen gehabt, Messer, Waffen und so. Wie gefährlich, was ihr da macht? Können wir Steine zu fliegen? Sehr gefährlich, ja. Ich finde es auch, ja. Wo bist du denn da, wenn es so gefährlich ist? Ja, wir sind am Schauen, so, was sie machen und so. Ja. Wenn du einen Stein in den Kopf bekommst? Ja, dann Pech. Es ist auch schlimm, wenn eine Bombe oder eine Bombe in der Flasche ist und so. Das ist auch sehr schlimm. Und was machen Sie, wenn sie jetzt wieder klopft? Springen Sie davon? Nein, hau mir ab.